Hey liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Der Horden-DK, ich glaube es war ein Horden-DK, ne? Ja, müsste es gewesen sein. Vom letzten Part müsste schon lange über alle Berge sein. Wenn er jetzt immer noch da wäre, das wäre schon ein wenig merkwürdig, ein komischer, unglücklicher Zufall dann. Wobei man muss natürlich sagen, wenn er jetzt hier ausgerechnet gerade die Dailies macht, hier jeden Tag hingeht, dann ist es durchaus möglich, dass er auch jetzt wieder hier ist. Aber dennoch halt sehr unwahrscheinlich, weil, sind wir mal ehrlich, der Tag hat 24 Stunden und warum sollte er ausgerechnet in den 15 Minuten hier sein, wo ich hier gerade bin? Ich möchte jetzt auf jeden Fall irgendwie nach Sturmwind. Hier müsste eigentlich auch irgendwo ein Portal sein, aber ich finde es gerade irgendwie nicht. Könnte auch wieder irgendwie mit der Festplatte zu tun haben. Möglich wäre es auf jeden Fall. Da ging es zu Terrasanes Thron, oder möchte ich ja nicht zurück? Jetzt teleportiere ich mich einfach so. Ich meine, ja, das ist das Terrasane-Portal. Ach, da hinten. Na komm, da kann ich auch eben schnell dahin gehen. Dann machen wir es mal so, wie es auch eigentlich hier vom Tempel der Erde aus gewollt ist. Hier übrigens, die Faustwaffen, die dieser, schön euch zu sehen. Ja, Anhänger vom Irrenden Ring trägt, die kriegt man aus dem Mount Hyjal. Also für alle, die Interesse an diesen Faustwaffen haben. Ich fand die früher total toll und habe die damals mit meinem Hunter getragen. Damals zu Burning Crusade Zeiten. Damals als Hunter noch natürlich Nahkampfwaffen tragen konnte. Mittlerweile geht das ja leider nicht mehr, weil Blizzard meinte, Hunter mit Nahkampfwaffen wären uncool. Schade. Ich habe es immer gerne gehabt. Also ich fand es einfach cool, immer damals, wenn du als Hunter die Möglichkeit hattest, tatsächlich auch Nahkampfwaffen zu tragen. Klar, da gab es dann immer so ein bisschen Gerangel mit den Leuten, die die Nahkampfwaffen halt auch wollten. Also das war dann so insgeheim diese Fehde zwischen den Huntern und eigentlich allen anderen Nahkampfklassen, also Rogues oder Warrior oder meinetwegen auch Melee-Schamanen halt oder DKs meinetwegen jetzt auch, aber DKs gab es damals ja nicht, also von daher, wobei doch, DKs kamen mit Burning Crusade, wie komme ich auf diese Idee, mit WOTLK kamen DKs, meine Güte, da bin ich ein bisschen gaga gerade. Ich sortiere gerade ein paar Quests, also nicht, dass ihr denkt, ich mache hier gerade irgendwie Schmarrn. Ich möchte hier nur irgendwie so mal alles ein bisschen in Ordnung bringen, damit wir gleich wissen, welches die MOP-Quest ist. Kann ich, brauche ich alles nicht. Das ist halt, da hat sich halt im Laufe der Zeit echt einiges angesammelt. Was ist eigentlich mit dieser Quest hier ohne Captain oder Besatzung? Ja, keine Ahnung. Haben wir wohl damals einfach nicht gemacht. Wobei es da auch wieder keine Questmarkierung gibt. Das ist halt das Problem mit den Quests, die keine Questmarkierung haben. Für die bin ich ja richtig anfällig, also ich möchte es einfach immer schön direkt auf der Map markiert haben, richtig schön verwöhnt. Ich habe ja schon die ein oder andere Story erzählt damals, als ich mit meinem ersten Charakter gelevelt habe, mit meinem Krieger, meinem 60er Krieger damals. Damals unterwegs im Brachland, Crossroads. Das war ein Abenteuer, kann ich euch sagen, liebe Leute, das war ein Abenteuer. Also ich erinnere mich noch so grob, also es ist jetzt ja mittlerweile schon 10 Jahre her, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, aber ich erinnere mich tatsächlich doch an so Punkte, wo ich irgendwann mit Stufe 18, 19 oder 17 im Brachland war und wusste einfach nicht weiter. Vielleicht der ein oder andere wird es von euch wissen, der auch World of Warcraft spielt, dass natürlich die Grenze vom Brachland, ich höre mir mal eben kurz den Dialog hier an, eine Sekunde. Keine Spur von Admiral Taylor oder seinem Schiff. 200 Schiffe zu meiner Verfügung und ausgerechnet das mit meinem Sohn an Bord verschwindet. Was ist mit Ihrer letzten Übertragung? Zeigt mir, was immer ihr habt. Kuss abgekommen. Luftangriff der Horde. Viele Verluste. Schiffbruch. Unentdeckte Insel. Aber der Weiße Bauer ist sicher. Wiederhole. Weißer Bauer ist in Sicherheit. Anduin. Überraschungsangriff. Bitte um sofortige, wenn irgendjemand diese Nachricht empfängt. Sir, die siebte Flotte ist bereits entsandt worden.
aber es könnte Wochen dauern, bis... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir schicken eine kleine Elitetruppe, um dieses neue Land zu sichern und bringen meinen Sohn zurück. So, liebe Leute, das ist halt die ganze Vorquest jetzt hier gerade zu Mist of Pandaria. Vielleicht kennt sie ja noch der ein oder andere nicht von euch oder die ein oder andere. Das ist natürlich möglich, deswegen lasse ich es halt laufen. Ich war stehen geblieben, genau. Also ich war damals mit meinem 17er Krieger, sagen wir mal, er war Stufe 17, im Brachland unterwegs und hatte irgendwann einfach nichts mehr zu tun. Das ist, ich weiß, das ist heutzutage unvorstellbar. Ich meine, wann kommt man nochmal tatsächlich in diese Situation, wo man tatsächlich in einem Gebiet ist, wo man nicht mehr weiß, wo man questen soll und jetzt nicht weiß, was man machen soll. Ich meine, früher war es tatsächlich so, ich meine, das wissen viele Leute nicht, aber früher war es tatsächlich so, dass im Slash 2 oft gefragt wurde, ich bin Stufe 18, wo soll ich jetzt questen? Das ist heute total belanglos, weil man heutzutage sowieso nicht mehr die kompletten Quest-Gegenden durchgeht. Ich meine, man besucht die eine und dann ist man meistens schon Max Level. Ich meine, wir haben es ja gesehen in diesem Let's Play. Ich komme ja nicht mehr ansatzweise dazu, wirklich den gesamten Quest-Content wirklich zu besuchen. Meistens ist es ja schon vorher vorbei. Ich meine, ich habe in WoTLK auf Zwang tatsächlich, welche Stufe waren wir? 86, 87? Wie ist die Lage? Habe ich wirklich auf Zwang Sturmgipfel? Eure Pflicht, Soldat. Der Eiskrone, nicht Sturmgipfel. Also, nicht mit 86, sondern mit 81, wohlgemerkt, ne? Also, WoTLK ging ja nur bis 80 und dann von 80 bis 85 Kataklysm. Und ich war dann halt dementsprechend schon Stufe 81 oder 82, als wir nach Kataklysm gegangen sind. Und in Kataklysm haben wir effektiv, glaube ich, nur 2-3 Questgegenden durchgespielt. Jetzt kommt übrigens wieder eine Zwischensequenz, deswegen halte ich nochmal eben kurz die Klappe. Die letzte bekannte Position des Flaggschiffes war dort unten. Könnt ihr etwas sehen? Nebel. Nichts als dichter Nebel. Wartet! Land! Steuerbord! Ich sehe Schiffe! Das sind Schiffe der Horde. Auf Gefechtsstation! Bringt unsere Vögel in die Luft! Räumt das Deck! Auf Station! Der Krieg ruft! So, da sind wir, auf der Himmelsfeuer. Das ist so damals, der Start in MOP gewesen, da wo sich wirklich hunderte von Leuten wirklich darum geprügelt haben, tatsächlich jetzt diese Quest beginnen zu können. Ich komme jetzt die ganze Zeit immer durch diese ganzen Sequenzen in meinem Redefluss durcheinander. Also, ich war ja da stehen geblieben, dass ich gesagt habe, dass wir halt damals auf Zwang wirklich dann noch in Eiskrone gequestet haben. Und dann in Kataklysm tatsächlich auch nur, ich glaube, wie viel Questgegenden haben wir durchgespielt? Wir haben durchgespielt, nur Tiefenheim, ne? Ich glaube, wir waren tatsächlich ausschließlich in Tiefenheim unterwegs. Wir waren nicht im Mount Hyjal, beziehungsweise Hyjal, nicht Mount Hyjal, Mount Hyjal ist ja die Raid-Instanz, ne? Ich meine, den Hyal. Wir waren nicht bei den Vashir, wir waren nicht in Uldum. Und wir waren auch nicht in den Schattenlanden. Wir waren tatsächlich nur in Tiefenheim. Ein einziges Questgebiet. Ein einziges in dem gesamten Addon. So viel zum Thema großartig Quests. Und jetzt kann ich auch endlich wieder den Übergang zu meinem Quest im Brachland damals zu Vanilla-Zeiten ziehen. Das war ja eigentlich der Ursprung meiner Ausführung. Und zwar war ich damals halt, wie gesagt, mit Stufe 17 in den Barrens und da hat sich dann irgendwann für mich die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Ich war Stufe 18 und habe von den Ads, die in der Grenze, ich habe ja vorhin erzählt, die Grenze vom Brachland Richtung, ich muss gerade mal selber belegen, Norden, ist Ashenvale, also das Ashental. Und diese Grenze
war damals für mich unüberwindbar mit meinem Krieger. Ich war damals mit meinen 18 Leveln sowas von undergeared und sowas von schwach. Ja, also nicht mal, weil ich irgendwie schlecht gespielt habe, das mit Sicherheit auch. Ich meine, ich war 14 Jahre, 15 Jahre, ja, so was um den Dreh. Und hab das Spiel teilweise nicht mehr verstanden. Es hat mich sowieso total überwältigt, diese... Aber das ist auch eine andere Geschichte, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Ja, und diese Grenze, ich bin dann halt immer... Ich war Stufe 18, hatte keine Quests mehr in den Brachland. Im Brachland. Damals gab es ja nur ein Brachland, nicht das nördliche und südliche, es gab nur eins, ja. Da war halt Deathwing noch nicht einmal übers Brachland geflogen, hat das Ganze geteilt, weiß der Teufel was. Ja, das war ein Brachland. In der Mitte war Crossroads. Und ganz im Norden war halt diese Grenze zu Ashenvale. Und normal geht man halt, wenn man vom Brachland fertig ist, nach Ashenvale. War für die Horde allerdings auch schon wieder unproblematisch. Ich muss dazu vielleicht erwähnen, dass ich einen Taurenkrieger gespielt habe. Das heißt, mein erster Charakter war gar nicht Allianz, sondern Horde. Ich bin dann nur zur Allianz gekommen, weil ein Freund, der damals mit mir dann auch nochmal angefangen hat, unbedingt Allianz spielen wollte. Das ist aber auch eine andere Geschichte. Und ja, diese Grenze war für mich unüberwindbar. Sie war unüberwindbar. Und ich hatte damals wirklich das Problem, dass ich mit Stufe 18 im Brachland feststeckte, keine Quests hatte und nicht wusste, wohin. Wie gesagt, damals gab es noch diese Problematik, dass die Leute im Slash 2 gefragt haben. Das gab es auch noch Jahre später, also ein, zwei Jahre später. Das ist, ich weiß nicht, wann das aufgehört hat. In den letzten drei, vier Jahren muss es gewesen sein, dass es tatsächlich aufgehört hat, dass die Leute, also ich denke so mit dem Anfang von Cataclysm, mit DOTLK war das wahrscheinlich noch so, dass die Leute wirklich aufgehört haben zu fragen, wo soll ich questen, weil das alles so selbsterklärend ist. Du wirst von A nach B, von B nach C, von C nach D etc. bis Z und dann wieder von vorne geleitet. Diese Situation, die in der ich damals halt auch gesteckt habe, dass man halt ein Level erreicht hat und irgendwie das Gefühl hatte, dass man in einer Sackgasse stecken geblieben ist, wo man keine Möglichkeit hatte mehr rauszukommen. Dieses Gefühl, das gibt es heute gar nicht mehr. Ich meine, nehmt diesen Charakter als Beispiel. Ich weiß nicht, wohin. Aber nicht in dem Sinne von wegen, ich habe keine Möglichkeit, irgendwo zu questen, sondern es gibt viel zu viel. Das Angebot an Quests, das Angebot an Möglichkeiten, wo man hingehen kann, das ist so krass, so vielseitig, so umfassend, dass man absolut keine Möglichkeit hat, wirklich alles wirklich auch zu genießen. Das war damals überhaupt nicht so. Damals war es tatsächlich so, dass man auch wirklich fast in allen Gebieten war damals. In der Vanilla-Zeit. Du hast tatsächlich die letzten drei Level in Silithus verbracht. Ja, und davor im Ungoro-Krater. Klar, man konnte dann immer noch zwischen den östlichen und Kalimdor unterscheiden. Da konnte man natürlich, gibt es da ein, zwei Questgegenden, die sich vom Level ungefähr gleichen. Ja, das heißt, man hätte entweder nur in Kalimdor oder in den östlichen dann gequestet. Aber ich muss ja auch dazu sagen, so schlimm ist es auch nicht in Vanilla. Also sagen wir mal, nennen wir mal die ersten 60 Level Vanilla. Klar, es ist immer noch schlimm. Man kriegt viel zu viel EP durch die Quests, auch durch die ganzen Instanzquests, die auch so unendlich viel EP bringen, steigt man einfach wahnsinnig schnell auf. Aber das alles ist ja nichts im Vergleich zu dem, was dann passiert, wenn man in Burning Crusade landet oder in VOTLK oder in Cataclysm oder jetzt in MOP. Man bekommt so unendlich viel EP für jeden Shit. Man kommt überhaupt nicht mehr dazu, irgendwie alle Gebiete zu besuchen. Da kommt man überhaupt nicht mehr zu. Das ist sehr, sehr schade. Und ich damals mit meinem Tauchenkrieger wusste nicht, wohin. Es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich die Level 18 bis 20 gegrindet habe gegen irgendwelche Löwen, die dann damals in den Brachlanden da vorgeherrscht haben. Das wissen vielleicht viele Leute von euch noch. Die gibt's auch immer noch. Diese Löwen, diese Löwenviecher da, diese Wildtiere, die gab's damals halt auch. Und damals gab's noch eine ganz, ganz geringe Chance, dass man dieses Noggenfrogger, nicht das Noggenfrogger, sondern das Defiat Supreme Rezept bekommen hat, das ja heutzutage eine Dropchance von 100% hat. Ich meine, man klopft 5 Mobs, dann ist es da. Früher war das ein Vermögen wert. Früher war das ein richtiges Vermögen wert. Wer damals dieses Rezept in den Brachlanden gefunden hat, der war ein reicher Mann. Oder eine reiche Frau. Also richtig. Man hat dieses Defiat Supreme hergestellt, man hat ja diese scheiß Fische geangelt, hat das dann hergestellt, das konnte man richtig viel Geld verkaufen. Und auch die Rezepte konnte man so richtig viel Geld verkaufen. Also das war damals wirklich eine wahre Goldgrube. Und ja,
Ich habe dann tatsächlich von 18 bis 20 gegrindet. In den Brachlanden. Im Brachland. Ich sage immer Brachlanden, weil es ja mittlerweile zwei gibt. Man wächst halt rein. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Und mit Stufe 20 bin ich dann nach Ashenvale. Ich habe dann da zwar auch noch ordentlich aufs Maul bekommen, aber immerhin, ich konnte dort einigermaßen questen. Ich meine, ich erinnere mich nur an den Teufelswald, wo ich dann irgendwann mit Stufe 50 war, ja? Ich musste nach zwei Mobs, musste ich rennen, musste ich was trinken, was essen, das wissen... Das, wer isst heutzutage noch irgendwas im Spiel, außer mal, keine Ahnung, im absoluten Notfall? Mana und Lebensbar sind... haben nicht mal ansatzweise mehr die Bedeutung, wie sie die vorher, früher hatten, zu Vanilla-Zeiten oder noch zu Burning Crusade. Man verliert keine Mana, man verliert keine Leben. Weil man entweder so einen Lifestyle oder Self-Heal hat oder Mana ist ja sowieso, ich weiß gar nicht, warum es überhaupt noch Mana-Klassen gibt. Gerade beim Level. Man verliert ja keinem, ihr seht's ja, 95%, 100% Mana. Das sinkt nicht, es sinkt nicht. Es ist in einer gewissen Art und Weise ist es unverständlich. Ich weiß nicht, was Blizzard sich da irgendwie... Die möchten das wahrscheinlich einfach casual-mäßiger gestalten. Da habe ich ja auch schon mal lange drüber diskutiert. WoW mehr in die Casual-Schiene ziehen. Was ja auch letztlich alles durch die Garni-Missionen gelungen ist. Und wobei man bei den Garni-Missionen auch sagen muss, dass es einfach ein gelungenes Feature war. Aber mittlerweile hängt es einem dann doch auch ein bisschen zum Hals raus. So ist es einfach, ja. Also, naja. Gut, liebe Leute. Ich möchte gar nicht so viel jetzt quatschen. Wir haben den Anfang hier in MOP geschafft. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Wir kommen doch mit der Feuerspec einigermaßen klar. Ich hatte erst Angst, dass wir vielleicht doch wieder auf Frost gehen müssen. Mal gucken, ich überlege es mir noch in den nächsten Parts, ob ich vielleicht auch nochmal den Arcan-Spec ausprobiere. Ansonsten soll es das jetzt hier für diese Folge gewesen sein. Ich muss mir demnächst auch mal überlegen, in welches Gebiet wir gehen können, nachdem wir hier durch sind. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wo ihr gerne hin wollt. Wie gesagt, alle Gebiete werden wir auf gar keinen Fall besuchen können. Hat ja die Vergangenheit gezeigt und wie auch gerade erklärt, alle Gebiete kann man eh nie besuchen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Part wieder. Der dann wahrscheinlich auch noch hier ein bisschen stattfinden wird. Also ein bisschen dauert noch diese Anfangsquesterei hier. Und ich würde mal sagen, ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Part.